Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision oder XRP Ripple Vision. Vielleicht ändere ich den Kanalnamen ab. Eines vorneweg, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung. Falls ihr in Kryptos investieren möchtet, gebe ich euch den Tipp. Ich habe eine Playlist für Newcomer und ich habe auch eine Investmentliste, worin ich investiert bin. So, und jetzt rein in die Themen. Und heute geht es über Ripple und XRP und Dinge, über die gesprochen wird auf X, ehemals Twitter. Und beginnen möchte ich mit der Ankündigung für die Swell in Miami in diesem Jahr, und zwar von Ripple itself. Wir stellen die, Klammer auf, unglaubliche Ausrufezeichen, Klammer zu, Rednerliste für den Ripple Swell 2024 vor. Wir bringen einige der einflussreichsten Stimmen aus den Bereichen Blockchain, Fintech und Zahlungen zusammen, darunter den CEO Brad Garlinghouse, Superintendent Adrian Harris von der New York Department for Financial Services, Sheila Blair, ehemalige Vorsitzende der FDIC und Gründungsvorsitzende des Systemic Risk Council, Francisco Marotto, globaler Leiter für Blockchain und Digital Assets bei der argentinischen Bank BBVA. Philip Martin, Chief Security Officer von Coinbase. Tim McCord, Senior Managing Director, Global Head für Aktien, FX und alternative Produkte bei der CME Group. Die CME Group ist der weltweit führende Marktplatz für Derivate. Machen Sie sich bereit für ein unvergessliches Erlebnis und fordern Sie noch heute Ihre Einladung an. Nun, Anders hat darauf reagiert. Sehr interessantes Line-up für die Swell 24 in Miami. Gerade veröffentlicht. Große Namen in den USA. Hauptreferenten. Zunächst einmal Coinbase. Könnten Sie mit Ripple zusammenarbeiten? Hoffen wir. Vertreter des New York State Department of Financial Services und, naja, die ehemalige Chair von der FDIC. CME Group sowie, naja, wie wir wissen, haben sie gerade endlich einen XRP-Referenzkurs und Echtzeitindizes veröffentlicht. Es macht also Sinn, dass sie da sind. Scheint ein Fokus auf Vorschriften und Compliance zu sein. Es geht immer weiter. Denn, wie wir wissen, XRP ist seit über einem Jahr in and itself not a security. Und jetzt sehen wir auch andere Dinge eben bei der Swell. Und ganz interessant ist hier natürlich jetzt die Dame von der New Yorker Behörde. Und da habe ich an James Murphy denken müssen. Denn nachdem Richterin Torres eben ihr Urteil gesprochen hat über den Coin XRP, hat diese Behörde XRP von ihrer sogenannten Greenlist genommen, nach dem Urteil. Man kann sich das gar nicht ausdenken. Und daran eben Coinbase auch gehindert, den wieder zu delisten oder je nachdem. Also in Amerika geht es drunter und drüber. Aber da gehe ich jetzt nochmal zu James Murphy. Ich freue mich, dass die NYDFS das Richtige getan hat und Coinbase XRP zur Coinbase-Liste für den Handel von New Yorkern zugelassen hat, auf dieser sogenannten Greenlist. Damals, als die Behörde beschloss, XRP von seiner Greenlist der genehmigten Token genommen hat, nachdem Richterin Torres entschieden hatte, dass XRP kein Wertpapier ist. Naja, ich fing an, Fragen zu stellen. Was hat er getan? Er hat einen FOIA-Antrag gestellt und hat schlichtweg gefragt, warum. Nun, jetzt sehen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Er hat sich auf eine Frage von Fred Rispoli nicht eingelassen, ob die Behörde sich mit James Murphy in Verbindung gesetzt hat, aber Fakt ist, naja, sie ist wieder drauf. Und da können wir jetzt einfach mal abwarten und von der Swell können wir große Ankündigungen erwarten. Aber da habe ich gleich noch ein bisschen mehr für euch. Aber da komme ich erstmal zu Raoul Pell, der in einem seiner Videos jetzt geäußert hat, naja, Folgendes, liest selbst. Apps von Good Morning Crypto, unbedingt im Auge. Raoul Pell sagt, dass die alten Münzen wie XRP und ADA nix sind. Zitat, ich habe einfach das Gefühl, dass dir ein Bärendienst erwiesen
wird, weil du in einer Sekte bist. Aha. Raoul Pells Aussagen über die Vermeidung älterer Münzen, wie eben XRP in ADA oder Cardano, lässt den Glauben suggerieren, dass diese Projekte ihren Innovationsvorsprung verloren haben und dass ihre Narrative im Kontext neuerer Entwicklungen im Blockchain-Bereich nicht mehr überzeugend sind. Derselbe Raoul Pell, den ich sehr gerne zitiere, wenn es um seine Aussage geht, don't fuck this up, oder eher auf die Banana Zone zu sprechen kommt, oder wie die Märkte generell reagieren und wie sie funktionieren. Aber in allen seinen Videos spricht er immer wieder drei Dinge an: Bitcoin, Ethereum und Solana. Vor allem Ethereum und Solana. Noch mehr, Solana. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, warum er jetzt Cardano und XRP jetzt so angreift. Charles Hoskinson hat sehr schön reagiert, der CEO der Cardano Foundation, und hat einen Tweet rausgehauen, adressiert an Brad Garlinghaus. Wann wollen wir uns zu einem Treffen der Geheimsekten verabreden? Richtig nicer Zug von ihm, absolut. Und dann kommen wir mal auf eine andere Reaktion von Digital Asset Investor. Derselbe Typ, der uns vor XRP warnt. Die gleiche Venture Capital Pump Gang, die Bitcoin, dann Ethereum und jetzt Solana gepumpt hat. Novogratz, Scaramucci, Raoul Pell. Was haben sie alle gemeinsam? Ha, Goldman Sachs. Das ist ihre Methode. Wendell von Black Swan Capitalist hat dann auch reagiert und hat geschrieben: Erzählen Sie mir, warum der Bitcoin Opportunity Fund 2013 in Ripple investierte und später offiziell zur Bitcoin Opportunity Corp wurde und 2015 in Ripple investierte. Darüber hinaus sind die Partner des Unternehmens James Lavish, Mark Moss, Lawrence Leppard, der in unsere Show kam, und David Foley, um nur einige Bitcoin-Maxis zu nennen. Wie interessant. Was hat sich geändert? Vielleicht einfach nur die Zukunft, die jetzt immer mehr darauf hindeutet, dass wir DLT gehen und die ganze Welt jetzt nicht allein mit Ripple arbeitet, um Gottes Willen. Aber es sind Zeichen und auch Beweise mittlerweile da, die das eben aufgreifen. Jetzt kommen wir mal zu den News generell über Ripple-Partnerschaften Sonix. Wir schreiben Geschichte mit dem weltweit ersten kombinierten Equity- und Schulden-tokenisierten Fonds. Diese bahnbrechende Initiative erstreckt sich über Rechenzentren auf 5 Kontinenten und bringt die globalen Finanzmärkte mit unübertroffener Effizienz voran. Und hier powered by Ripples XRP Ledger. XRP Drops hat darauf reagiert. Ripple-Partner Sonix mit einer breiten Palette von Anwendungsfällen zur Erschließung des Potenzials realer Tokenisierungswerte. Immobilien, private Yachten, Fremdkapitalfonds, Private Equity Fonds, Rechnungen für die Lieferkette, Emissionsgutschriften und ESG, alternative Vermögenswerte, Privatkreditmöglichkeiten, Staatsanleihenfonds, Venture Capital Fonds. Und hier wird so viel tokenisiert auf der ganzen Welt, dass die Schwarte kracht. Ich sag's immer wieder. Und damit wir mal sehen, was da auch sonst noch passiert, habe ich hier Chad Steingraber mit einem Tweet von heute. Jahr 2, Tag 34. Mit dem Ende des SEC-Falls und dem Ende der NDAs, also dieser Verschwiegenheitsvereinbarungen, werden Hunderte und Aberhunderte von Unternehmen beginnen, ihre Nutzung des Zahlungs- und Verwahrungsnetzwerks von Ripple öffentlich bekannt zu geben. Travelex ist eine davon. Anwendungen mit XRP Global. Und XRP Drops hat auch hier reagiert. Und zwar mit einem Reminder eines Tweets vom 18. August 2022. Brad Garlinghaus und Ripple-Partner Travelex schließen eine Vereinbarung mit über XRP in Sao Paulo am 18. August 2022 ab. Die erste Bank, die von der brasilianischen Zentralbank zugelassen wurde, um ausschließlich in FX zu transferieren. Es ist Ripple. Das bringt kryptonative Lösungen zu oder nach Brasilien.
Sao Paulo ist der erste Ausgangspunkt für die Verbreitung der Ripple-Technologie in Brasilien. BRICS Gründungsmitglied, by the way, nebenbei. So, wenn das nicht aufzeigt, wo wir hingehen und wie manche Nachrichten von was unterstützt werden oder auch nicht, ich habe da keine Beweise dafür, aber bleiben wir doch bitte fokussiert auf das große Ganze. Und das ist ja das, was ich tun möchte hier. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst oder den Kanal abonniert, falls noch nicht längst geschehen. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit und bleibt gesund. Es ist das höchste Gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde. 2001 to lead the new global digital payment system and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economic of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojoloop, IMF's high-level advisory board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WEF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.